Hallo und ein herzliches Willkommen zurück in unserem Ponypark. So, im letzten Part haben wir hier angefangen gehabt, den Weg zu machen und ein bisschen Terraforming. Und ich habe jetzt den Berg hier mal komplett weggenommen, dass wir da jetzt auch schön den einen Stall hinbauen können. Also so ein richtig schöner, großer Stall soll das jetzt werden. Ich hatte eigentlich geplant, den so quer zu stellen, habe jetzt aber festgestellt, dass da gar nicht so mega viel Platz ist. Da wegen dem Wasser, ne? Hier haben wir den Fluss, aber den will ich nicht wegmachen, der soll schon da bleiben, wo er ist. Das da würde ich wegnehmen. Ich würde dann den Stall einfach hier auf diese Fläche stellen. Ja, ich denke, von hier bis da zu dem kleinen Berg sollte das ausreichen, der Platz. Das sollte auf jeden Fall passen. Vielleicht können wir dann hier hinten noch ein bisschen was anderes unterbringen, dass man vielleicht, ja, man hat ja hier jetzt nur den Stall, dass man vielleicht noch irgendwie so Waschplätze hat oder ja, irgendwas, wo man eben Pferdepflege betreiben kann dann auch, ne? Dass eben die Leute dann die Tiere pflegen können. Vielleicht kann man hier auch noch eine kleine Mitarbeiterhütte machen. Ja, also sowas in der Richtung. Da hätten wir hier ja dann schon ordentlich Platz für. So, machen das jetzt hier ein kleines bisschen grün. Eben den Platz, den wir jetzt für den Stall nicht benötigen. Also zumindest ein Teil. So, lassen wir erstmal. Und dann ist jetzt hier die Frage, wo gehen wir lang? Ich würde das eigentlich hier so machen, auf der Höhe, also hier so. Ja. Und aus was bauen wir den? Schwarzeiche finde ich gut und Stein. Also das passt ja wirklich gut zusammen. Schwarzeichenstamm. Holz. Ich muss mal eben kurz gucken. Ich möchte das so ein bisschen an die Insel hier anpassen. Okay, da habe ich nur Schwarzeichenholz benutzt und Stein, also keine Stämme. Dann lassen wir die auch weg. Aber Zaun brauchen wir auf jeden Fall. Und dann ist jetzt die Frage, ich würde den Stall selbst aus Stein machen. Und das Dach und so weiter dann eben aus Holz. So, ich würde hier gerne mit dem Weg lang also man soll als Besucher schon gucken können, ne? Also da dass man eben zum Stall dann schon gehen kann und gucken kann. So, bis dahin erstmal. Erstmal, genau. So, ich denke, diese Breite ist dann auch okay, ne? 5 haben wir, glaube ich, überall soweit. So. Hier das ganze Gras auffüllen und so, das machen wir dann ein andern Mal. Das machen wir jetzt nicht mit. So, aber den Weg haben wir dann schon mal halbwegs fertig. Okay, den haben wir. Gut. Da müssen wir mal eben gucken hier. Ich weiß nicht, ob wir von da aus auch
dahin sollen. Eigentlich eher nicht so gerne, oder? Hier haben wir ja auch noch den Weg. Das wäre dann eben hier zu der Pflegeabteilung. Vielleicht, ja, obwohl man als Besucher kann man hier auch langlaufen, ne? Und hier dann gucken gehen. Das ist ja so die Erholungsinsel quasi. Aber na gut, dann ist man hier. Wirklich weiter kommt man nicht, ne? Dann kann man dann schon gucken. Also ich würde das hier auf jeden Fall mit den Mitarbeitern verbinden. Aber ob ich den Weg jetzt unbedingt hiermit verbinden würde, ich glaube nicht. Ich glaube, das würde ich lassen. Ja, dann hat man hier hinten auch so ein bisschen ruhig, weil sonst würden hier immer die Leute hin und her laufen. Ich glaube, das ist so ganz, ganz okay. Okay, so dann den Stall. Die Breite. Ich weiß noch nicht so genau. Hier können wir sonst zur Not auch ein Stück Berg wegnehmen. Oder wir ziehen das Ganze ein bisschen weiter nach vorne. Ich würde den gerne etwas größer machen. Also etwas breiter. Dann machen wir hier. So, also bis dahin irgendwie. Das ist jetzt ja schon ganz schön groß, ne? Also es wird ein riesengroßer Stall. Also da gibt es keine Boxen und so weiter. Da ist einfach nur ein großer Stall. Ich weiß nicht, ob man den Offenstein nennt. Ich weiß, ich habe keine, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie man diese Stallform nennt. Gut. Dann ziehen wir erstmal durch. Ich würde trotzdem, also hier würde ich kein Stall, wie gesagt, also keine Boxen machen. Aber vielleicht kann man beim Mitarbeiterhaus ein paar Boxen hinmachen, dass man irgendwie drei oder vier hat, wo eben dann kranke Tiere hinkommen oder eben auch trächtige und sowas, ne? Dass man da vielleicht nochmal so eine kleine Extra-Station draus macht. Denn ich denke, es gibt immer mal irgendwelche Situationen, wo es einfach nötig ist, dann eben auch Tiere zu isolieren, ne? So, wie weit? Ich werde den schon richtig übertrieben heftig groß machen. So. Ja, perfekt. Ja, das ist richtig, richtig cool, so riesig. So, genau. Bis hierher machen wir den. Ich habe keine Ahnung, ob das alles so passt, ob das dann am Ende auch symmetrisch ist. Das müssen wir halt dann gleich mal gucken. Das Ganze hier, den ganzen Stall, legen wir jetzt mit Stroh aus. Ja, also da kommt überall schön Stroh hin. Das ist natürlich auch extrem viel dann hier wegzumachen noch. Obwohl es geht eigentlich. Dadurch, dass es hier runter geht, ist es eigentlich noch in Ordnung. So. Die Aufteilung müssen wir dann gleich auch nochmal machen. Ich habe jetzt gerade gesehen, kleinen Moment mal eben. Ich habe gar keine Stoppuhr mitlaufen lassen. Oh-oh. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange der Part schon ist und wie lange er dann wird. Mal gucken. Ich denke mal, so nach Gefühl werde ich das dann einfach machen. Also nicht wundern, falls der Part etwas zu kurz geworden ist. Dann habe ich mich da verschätzt. Das kommt, wenn man die Uhr nicht mitlaufen lässt, ne? Naja. So, ich würde sagen, ich deute jetzt erstmal hier vorne nur an, damit wir erstmal sehen, wo der Weg hingehen soll und was ich überhaupt meine. So, also Stroh, klar. Ja, also den ganzen Stall legen wir mit Stroh aus. Finde, das sieht einfach immer am besten aus.
So. Und hier vorne kommt jetzt eine, ja, eine Rinne eigentlich nicht hin. Ich möchte hier jetzt eigentlich ganz gerne Heu hinpacken. Da nehmen wir Laub, da eignet sich eigentlich auch mal Eichenlaub ganz gut, ne? Also hier soll jetzt eigentlich das Heu hin. Das Ganze soll aber schon ein bisschen abgegrenzt sein. Das jetzt einfach hier hinstellen ist irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Sondern das Ganze muss ein wenig abgegrenzt sein. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das Ganze? Geht natürlich mit Falltüren, dass wir sagen, okay, wir packen jetzt das dahin und machen da einfach Falltüren vor. So. Ja, dann ist das auch abgegrenzt, ne? Oder wir machen das Ganze etwas anders mit Treppen. So. Und dass wir hier dann quasi das Heu reinpacken. Das finde ich nur etwas zu weit weg. Mir gefällt dann das mit den Falltüren doch am besten, muss ich sagen. Vielleicht können wir hier unten auch noch Holz reinmachen, dass das so ein bisschen einheitlich wirkt. So. Und hier wäre dann ja eigentlich schon wieder der Weg. Ne? So quasi. Ja, gut, die Ecke müssen wir noch ein bisschen schöner machen. Aber so wäre das dann. Ja, jetzt die Frage. Machen wir das immer fünf oder? Na, fünf finde ich zu klein. 10 vielleicht? Viel habe ich jetzt hier? 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. So. Gut, jetzt könnte man hier von außen auch noch Falltüren hinmachen. Da hat man nämlich hier so eine, ja, so eine Rinne mehr oder weniger, wo man dann eben das alles reinpasst. Ja, das finde ich schön. Das gefällt mir so. Okay. Und dann wäre hier halt jetzt ne, das und dann würden wir zumachen. Mit Stufen würde ich das gerne machen. So. Und hier kommt dann wieder eine, also kommt eine Strebe mit Stein hin, ne? Das Ganze dann da eben gestützt wird. Und dann geht es mit diesen Dingen weiter. Ein bisschen Licht können wir da noch unterbringen. So, das hier sind jetzt nochmal 10. 2, 3. Die Falltüren machen wir dann später. Und hier dann auch wieder 3 hoch, ne? Genau. Das sind jetzt hier 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einen noch, oder? Ich muss noch mal eben schauen, wie sich das anfühlt, ob sich das groß genug und richtig anfühlt. Ja, das ist perfekt. Also, dann machen wir den bis hierher, würde ich sagen. Das ist wirklich schöne Größe. So, dann machen wir das hier weg.
Gut. Okay. Ja, und dann müssen wir hier mit dem ganzen Zeug auffüllen. So. Okay, und hier müssen wir natürlich auch auffüllen. Da das Wasser muss hier ja weg. Den Weg müssen wir dann ja auch noch machen. Ja, hier müssen wir mal gucken, wie wir das dann angleichen an die Landschaft. So. Das kann man dann immer noch mal machen. Hier muss dann ja auch noch der Weg lang, ne? Also auch auf jeden Fall bis zum Ende hier. Bis dahin. So. Ja, ist noch einiges aufzufüllen hier. Und da kommt dann der Weg lang. Das Auffüllen würde ich dann einfach zwischen den Aufnahmen schnell machen. Und hier machen wir noch den Weg. Und dann können wir eigentlich auch schon gucken, wie wir das mit dem Dach machen. Und dann können vielleicht auch mal ein paar Ponys einziehen. So, dann den Sand. Na, 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 das ist schon ganz schön weit. Das kommt, wenn man das Ding so groß bauen will. Aber auch wenn das wirklich enorm groß ist, wäre dieser Stall jetzt wirklich so einfach. Gut, es ist ein bisschen Arbeit, klar, man braucht eine ganze Weile. Aber der ist selbst für Survival geeignet, weil er eben doch recht simpel ist. Ne? Also es ist ja nun wirklich nicht so mega viel. Und man könnte ja auch, wenn man das jetzt nicht unbedingt möchte, kann man innen drinne ja auch Gras lassen und muss es gar nicht in Stroh austauschen. Dann wäre das eigentlich ein recht schneller, wirklich riesengroßer, simpler Stall. So, wir machen jetzt hier noch eben die Falltüren vor. So, also das da, so weit wie wir kommen halt, ne? Da noch. Obwohl, die können wir ja eigentlich überall schon mal dran machen. Das ist jetzt ja gar nicht so wichtig, dass der Boden da schon fertig ist, dann. So. Okay. Dann haben wir hier das Dach. Und das Dach machen wir ja komplett aus Schwarzeiche, würde ich sagen. Also auch kein Stein dann mehr an die Seite, sondern alles aus Schwarzeiche. So. Okay, dann müssen wir noch mal gucken. Hier wäre dann das nächste und da wäre dann wieder das nächste. Jetzt die Frage, ob wir tatsächlich die Dachlinie doch nur aus Schwarzeiche machen oder ob wir hier mit Stein das Ganze dann ausfüllen. Weil das ja nun schon
da dann ein bisschen doof aussieht, ne? Oder aber wir machen das Ganze so. Okay, also dann machen wir das Dach doch ein bisschen komplizierter. 1, 2, 3 hoch ist es auf der Seite. Und dann hier auch 1, 2, 3. Dann haben wir den. So, der kommt oben drauf. So, wir erhöhen jetzt quasi nur jeden zweiten. Gehen wir eins höher. So, und hier ist genau dann der zweite. Eins, zwei, nee, warte halt. Hier ist was verkehrt. Das, genau. Eins, zwei, okay, passt doch alles. Also der erste ist eins, dann immer zwei. Und in der Mitte ist er dann auch nur eins. Okay, gut. So, dann packen wir immer die Stufen hier so an die Seite. Das ist immer einmal dran und einmal oben drauf. Ne? Dann sieht man nämlich von der Seite nur Stein und kein Holz da noch unten drunter. Das sieht nämlich immer ein bisschen doof aus, finde ich. So, und dann machen wir das Ganze hier weiter. Nehmen und wieder oben drauf, und hier kann man das einfach so machen. Genau, ja, sieht doch nett aus. Ich finde, das sieht recht schick aus. Da machen wir noch ein paar Fenster rein, damit das eben nicht ganz komplett zu ist. Eine Tür muss natürlich auch noch rein, damit die Pfleger reinkommen und sich um die Tiere kümmern können und füttern können und so weiter. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Ich fülle hinten das Loch ein bisschen auf, damit wir schneller vorankommen, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.